Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geistsäger Delaware St. John. Ja, in der vorherigen Folge haben wir uns das angeguckt und ich habe mir das in dieser Zeit mal aufgeschrieben in der Cut-Version, beziehungsweise im Cut hier. Ja, das Problem war gewesen, ich hatte hier vorher schon eine Aufnahme gemacht, bloß dann leider ist die Aufnahme abgeschissen. Ja, aber zum Glück waren es nur 2 Minuten gewesen und dort war nichts Großartiges gewesen. Ja, ich würde sagen, wir begeben uns einfach des Gefechts und bringen dieses scheiß Rätsel endlich mal hinter uns, da das schlimm genug ist. Und für blöde Leute, so wie für mich, leider irgendwie eine Nummer zu schwer ist. Und nicht selbst für Kinder, die in dieses Geisterhaus reingehen würden, würden die nicht irgendwie so schnell rausfinden. Also ziemlich strange. Okay, fangen wir an. Erstens ist roter Apfel, grüne Tanne und gelbe Schwein. Ja. Zweitens ist grüne Tanne, gelber Ballon und rotes Herz. So. Du bist auf halbem Weg nach draußen. Oder doch erst zu drittens, grün. So oder so steckst du in der What? Achso, grünes Schwein, roter Baum und blauer Ballon. Viertens, gelber Ballon, grüner Apfel. Boah, man sieht das gar nicht mehr in der Taschenlampe. Gelber Ballon, grüner Apfel, gelbes Herz. Muss dieses hier sein? Blaues Schwein, oranges Herz, grüner Baum. Blaues Schwein, oranges Herz, grüner Baum. So. Rotes Schwein, gelber Ballon, grüner Baum. Oder grünes Herz wohl eher. Rotes Schwein, gelber Ballon. Muss wohl dieses hier sein. Wir haben es nicht geschafft. Und nochmal von vorne. So, grüne Tanne. Hier. Grünes Schwein. Roter Baum, blauer Ballon. Okay, aber nur einen davon. Gelber Ballon, grüner Apfel. Und gelbes Herz. So, hier. Blaues Schwein, orangenes Herz und grüner Baum. Würfel dieses hier sein. So, und wird es. Ja, wir haben es geschafft. Juhu. Nee, auf keinen Fall. Du kannst ja am Arsch lecken, ey. Was ist denn hier? Oh, eine Sequenz. Könntest du mir hier mal helfen? Diese Wand scheint klebrig zu sein. Oh, tut mir leid. Ich dachte, Sie wären Robert. Wer sind Sie, Schätzchen? Mein Name ist Delaware. Sind Sie Mrs. Crandall? Das bin ich. Aber bitte, alle nennen mich Maggie. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie sich verlaufen? Maggie, ich untersuche einen Unfall, der hier stattgefunden hat. Erinnern Sie sich noch an irgendetwas? Einen Unfall? Ich kenne keinen Freizeitpark, der noch keine Unfälle erlebt hat. Verflixt, ich muss diese Wand öffnen, um nach der Ursache für den Kurzschluss zu suchen. Könnten Sie mir helfen, Schätzchen? Nein, dieser Unfall, das waren Sie. Ich? Ich glaube, Sie irren sich, Delaware. Es gab keinen Unfall. Vor 4 Jahren arbeiteten Sie im Gruselkabinett und fielen über das Geländer. Dieses Geländer hier. Das Geländer? Ach ja. Vielleicht erscheint deshalb alles so dunstig. Sind Sie auch tot? Nein, sagen wir einfach, ich spreche Ihre Sprache ziemlich gut. Oh mein Gott, Teddy und Robert, was ist mit Ihnen geschehen? Maggie, Mr. Crandall ist im Haus. Ich denke, er sollte Ihnen erzählen, was passiert ist. Bevor Sie gehen, eine Frage. Am Tag Ihres Unfalls, waren Sie da allein? Nein, Robert hat mir geholfen. Aber sonst war niemand in der Nähe? Nein, nur Robert und ich. Wenn Sie entschuldigen, das kommt alles sehr plötzlich und ich möchte meinen Mann sehen. Hey. Ich glaube, der Sache sind wir doch schon irgendwie ein bisschen näher gekommen. Wo geht's hier noch hin? Achso, das soll ein kleiner Joke sein. Etwas stimmt hier nicht. In der Zeitung stand, dass Mrs. Crandall über das Geländer fiel, während sie im Gruselkabinett arbeitete. Aber in Wirklichkeit war sie hier drüben und hat versucht, diese Wand
Ja, was steht da wohl hinter? Aha. Wie läuft's bei dir, Delaware? Ich habe gerade die Leiche eines Kindes entdeckt. In einer Wand des Gruselkabinetts. Eine Leiche? Hat dort ein Mord stattgefunden? Ich glaube, mehr als einer. Im Park hängt eine Liste von vermissten Kindern. Außerdem glaube ich nicht, dass der Sturz von Mrs. Crandall ein Unfall war. Ich glaube, sie hat etwas gefunden, das sie nicht sehen sollte. Robert war bei ihr am Tag des Unfalls. Ich glaube, er hat die Leiche in der Wand verstaut. Er war 17. Was für Beweggründe könnte er dafür haben, diese Kinder und seine eigene Mutter umzubringen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sehen, ob ich ihn finden kann und ein paar Antworten bekomme. Oh Gott, das ist ja echt mal schrecklich. Aber sehr erstaunlich. Gehen wir doch mal ins Haus zurück. Ich glaube irgendwie, da werden wir doch noch ein paar Antworten finden. Ja, alles direkt gezielt. Oh! Delaware! Ich weiß nicht wie, aber Sie haben meine Frau gefunden! Das ist auch mein Job. Mr. Crandall, wissen Sie zufällig, wo Robert am Tag des Einsturzes war? Das letzte Mal, dass ich Robert sah, war, als ich ihm auftrug, den Boden bei der Achterbahn zu putzen. Danke. Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Wo sollen wir jetzt hin? Zur Achterbahn? Scheint so. Hab keine Angst. Ich will dir nur helfen. Mir helfen? Warum sollte ich deine Hilfe brauchen? Naja, du wärst der erste Geist hier, der nichts braucht. Geist? Du denkst, ich wäre ein Geist? Falsch gedacht. Gut, wenn du kein Geist bist, was machst du dann hier? Was? Kann eine Frau nicht mal einen Spaziergang durch einen gruseligen Freizeitpark machen, ohne einen männlichen Beschützer? Das habe ich nicht gesagt. Tja, ich würde ja gern hören, was du noch alles nicht sagst. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Bis später, mein Hübscher. Au. Ab geht's zur Achterbahn. Da ist weit nichts. Und hier ist soweit auch nichts. Ziemlich merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Hier scheint keiner zu sein. Gute Frage, wo fangen wir jetzt wieder an zu suchen? Nee, komm ab, du bist ein scheiß Clown. Ich mag dich nicht. Rufen wir mal Simon an. Von hier aus kann ich nicht zur Achterbahn gelangen. Ich sollte zurück zur Vorderseite des Parks gehen. Okay, das heißt, glaube ich, Kelly kommt jetzt wieder in Betracht. Dann bin ich mal gespannt, ob wir Kelly ablösen. Schmollkopf. Es wurde auch Zeit. Ich dachte schon, du kämst nie zurück. Kelly, hast du sonst noch jemanden im Park gesehen? Lebendig, meine ich. Lebendig? Oh klar, ich habe sie vorhin getroffen. Keine Sorge, sie arbeitete früher hier und will nur ein paar Dinge überprüfen. Wie du meinst. In einem Zeitungsartikel stand, dass Mrs. Crandall durch einen Sturz über das Geländer starb, während sie am Gruselkabinett arbeitete. Als ich sie im Gruselkabinett sah, war sie nicht mal in der Nähe des Geländers. Du glaubst, dass es gar kein... Es geht noch weiter. Ich hatte eine Vision. Jemand hat ein Kind hinter eine Wand gesteckt. Dann fand ich eine Leiche im Gruselkabinett. Ich glaube, dass es nicht die letzte sein wird. Mord? Wir können die Polizei rufen, aber zuerst müssen wir herauskriegen, was hier passiert ist. Ich muss mich bei der Achterbahn umschauen. Können wir dein Spielchen unterbrechen? Hey, es war deine Idee, dass wir den Park aufteilen. Fang jetzt nicht so an, nur weil ich die bessere Hälfte habe.
Wenn dort was zu suchen ist, mache ich das. Schön. Mr. Crandall sagte, dass Robert am Tag des Einsturzes zuletzt an der Achterbahn gesehen wurde. Kein Problem. Ich habe dort vorhin starke Signale empfangen. Ich mache noch eine Messung weiter drinnen und sage dir dann Bescheid. Sei vorsichtig. Also bitte, das macht Spaß. Es braucht schon mehr als Schattenmenschen und gruselige Clowns, um mich zu erschrecken. Okay. Boah, ziemlich verpixelt, ey, wenn ihr mich fragt. Wir haben es geschafft! Juhu! Delaware St. John, Sie haben Kapitel 1 erfolgreich abgeschlossen. Alle lieben Clowns. Um mit Kapitel 2 fortzufahren, gehen Sie im Hauptmenü auf Neues Spiel und wählen Sie Kapitel 2, der Beschützer. Ihr Rang Profi. Sie sind bei Ihren Ermittlungen nur ein- oder zweimal ohnmächtig geworden. Ja, einmal nur, weil wir dieses beschissene Foto machen sollten für den Penner. Aber, wow, ich sag mal so, ist ja was Neues. Wir bekommen jetzt hier Ränge und Profi? Ja. Passt zu uns. Yay. Ja, wir können Kapitel 2 machen. Alle lieben Clowns ist durch. Zum Glück. Kapitel 2, der Beschützer. Tja, was wird uns in dieser Folge erwarten? Beziehungsweise, was wird uns in diesem Kapitel erwarten? Ob wir da noch mehr Informationen rauskriegen und ob wir wirklich damit alles klären können, werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen, wenn es natürlich wieder heißt Let's Play Geistiger Delaware St. John. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß beim Gruseln. Bis dahin, Leute. Ciao.